Und schon verkaufen, das kann ich machen. Zum Beispiel X-Abwehr, das wäre, ja, wäre super. Oder X-Spezial, das ist auch unnötig. Oder X-Angriff ist auch unnötig. X-Treffer ist auch unnötig. Ja. Ja, mehr habe ich jetzt nicht. Nein! Du kannst die Schnauze halten, damit kannst du dienen. Meine Fresse. Gut, dann gehen wir einfach mal hoch. Jetzt müssten die anderen Typen ja wieder weg sein. Und, jupp. Oh. Oh, wie, oh, was hatte der für eine Stimme? Hm. Ach, so eine dunkle, ne? Oh, Rontex. Ich dachte mir schon, dass ich dich hier treffen will. Ich bin halt ein Pedo. Boah, du bist halt... Du als Zehnjähriger bist sehr attraktiv, hab ich dir schon mal gesagt. Und wo ist eigentlich meine Tochter? Ich wollte mit dir einfach mal eine Nummer schieben. Boah, Alter! Was geht? Ich meine, du als der eigene Vater kannst doch mit deiner eigenen Tochter keine Nummer schieben. Das ist Inzest und Pädophilität. Bis zum geht nicht mehr. Alter! Ach so, ihr beiden seid nicht zusammen? Oh, das ist schön. Weil wir sind zusammen. Sie hat selbst einen Ehering von mir. Wer hat euch beide überhaupt verheiratet? Was geht? Welcher Pastor war denn das? Oder in welcher Kirche habt ihr euch verheiratet? Also, ich meine... Es gibt ja alles in der heutigen Zeit, aber... nee, das will ich gar nicht wissen. Ich habe schon davon gehört. Dein Pokédex ist mit dem Trainerrufsystem ausgerüstet. Dann werde ich dich in meinen Pokédex... Nein! Alter, ich will keine pädophilen Professoren in meinen Pokédex! Alter, das ist das Schlimmste, was geht. Oh! Alter! Das auch noch. Das ist ja ekelhaft. Rontex. Bitte, bitte acht ein wenig auf Maike. Aber nimm sie nicht durch. Das ist meine Aufgabe. Ich sag mal... Ich will das gar nicht wissen, Alter. Kapier das doch mal. Nun muss ich mich aber beeilen. Man sieht sich, Rontex. Ich habe so über meine Tochter gequatscht. Ich muss mir erst mal einen abseilen. Oh, ich habe so einen Ständer gerade. Sag mal, das will ich gar nicht wissen. Meine Fresse. Boah. Das ist ja ekelhaft. Route 110. Route 103. Doppelkampf. Ich würde überall hingehen, um meine elysischen Pokémon zu präsentieren. Wenn süße Pokémon sich gegenseitig helfen, es gibt keinen lieblicheren Anblick. Ja. Pokéfan Isabel und Pokéfan Kasimir möchten kämpfen. Ja. Nein, das war nicht mein Arsch, das habe ich mit dem Mund gemacht. Weil ich weiß nicht. Minun, ja. Plusel Minun, ja. Wasser-Pokémon muss ich gleich einwechseln, weil das geht nicht. Einwechseln. Nicht mal CG, weil das auch trainieren muss.
Obwohl Rosi ist gut, weil Elektro ist uneffektiv gegen Pflanze. Obwohl, das ist ja auch ein Wassertyp, ne? Ist eigentlich gar nicht gut. Ich will mich aber bestätigen davon. Ja, genau, ey. Was geht? Natürlich. Boah, das wird hart. Ja, 16, 17, das könnte ein bisschen härter werden. Ja, alter Arsenalbeere, dein Vater, ey. Das ist doch blöd. Wenigstens wendet einer immer rechte Hand ein. Ja, ist zwar blöd, aber ich meine, tja, was soll's, ne? Ja. Ernsthaft. Das ist so langweilig. So blöd. Ja, ich bin gerade ein bisschen gelangweilt, weil mich es einfach nur abfuckt. Das ist, ja. Ist eigentlich schon mal weg. Das ist super. Juhu! Na, 20. Ach, Beppo hat Level 19, ne? Alter, krass. Oh, schon wieder noch so ein Vieh, Alter. Was geht? Ich meine, das ist doch... Klatsch doch mal noch mehr in die Hände. Wie blöd ist denn das? Erst werde ich die einen fertig machen und dann werde ich die anderen fertig machen. So mache ich das. Ist auch schlauer. Sag mal, wie oft wollt ihr eigentlich noch rechte Hand einsetzen, hä? Was geht? Wie dämlich sind die Trainer eigentlich? Nimm immer rechte Hand. Auch wenn es immer fehlschlägt. Alter, was geht? Das ist normal, wenn die verlieren. Oh. Yay, Bro hat Level 17 erreicht. Das ist ja super. Schnüffler, ne. Vergiss es. Das kannst du vergessen, Alter. Oh. Level 18, das ist noch besser. Mensch. Ja, Kampf. Nee, das meine ich nochmal. Das, ich habe da böse Erinnerungen. Er nimmt Erstaunen, obwohl er keinen Partner mehr hat. Alter, wie dämlich sind die Trainer? Ganz ehrlich. Oh. Müssen doch so dämlich sein einfach. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja, Arsenalbeere. Leck mich. Du bist doch eh gleich weg. Ja, genau, natürlich.
Jetzt kann ich noch ein paar Heiler nehmen, ey. Ich hoffe, ich kriege das Geld wieder, ne? Weil, ja. Ich meine, Paraheiler, ja, das... Nicht, dass ich hier noch ein Paraheiler spammen muss. Das hatte ich auch schon gehabt, also... Ja. Der Kampf, der zieht sich ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Mann, ich will nicht ins Dings. Ich will einfach mal bis erstaunen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Dafür stirbst du. Ah, kommt doch noch einer, ne? Och nö. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich schon wieder ein paar Reiter nehmen. Ich hoffe, ich krieg genug Geld, das wieder einzukriegen, ey. Das gibt's doch nicht. Meine Fresse, ey. Boah. Alter, das geht einer richtig auf den Brenner, ey. Ganz ehrlich. Mann. Leute, was geht? Irgendwie habt ihr das damit, ne? Mann! Ihr geht mir auf den Sack mit dem Scheiß. Ganz ehrlich. Ach nee, das war ja Dings, ne? Nee, Bro kann erstmal Biss einsetzen. Dings kann... Boah. Mann, das geht mir auf den Brenner, ey. Dass die immer so einen Scheiß spammen müssen. Boah. Mann. Ja, und noch eine Semelbeere, natürlich. Boah, das geht mir auch auf den Brenner, ey. Alter. Wie dämlich ist der Trainer, Alter! Der nimmt Rechte an, obwohl er gar kein... Ich lasse es. Ich habe da keine Worte mehr für, ganz ehrlich nicht. So. Warum kriege ich genug Geld jetzt hier, ne? Weil, ja... Paraheiler sind nicht billig. Ne? Mal Kohle hier. Seht mal zu hier. Oh, ey, das ist mal ein richtig geiler Betrag. Damit kann ich leben. Mache ich sogar Plus mit. Trotz. Ja, trotz den Paraheilern. Was war schon da? Och, och. Alter, das gibt's doch. Nee, ich muss jetzt mal... Ich brauche erstmal eine Pause gerade. Ich weiß nicht. Bis gleich. So, ich habe immer mal heimlich das Spiel gespeichert. Jetzt ist es aber unheimlich. Ja, ich würde jetzt erstmal... Sieh mal Pokémon aus. Ja, eigentlich bräuchte... Nee, ich brauch's noch nicht. Aber ich mach's trotzdem. Ich bin halt eine Pussy. Nein, das jetzt nicht, aber ich bin offenbar sicher gehen eigentlich. Und ich geh's ja schnell. Ich... Vielleicht verliere ich deswegen so selten. Weil ich einfach nur... Rätselhaus.
Da will ich unbedingt auch rein. Weil da... Du wirst beobachtet. Du musst unter dem Tisch sein. Genau. Das ist nicht clever, das ist dämlich. Welcher Vollspasti versteckt sich unter den Tisch? Man braucht sich nur bücken und dann sieht man dich, Alter, ganz ehrlich. Sieh und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Oder Höhen. Man nennt mich Rätselmeister, hahaha. Erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um meine mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Natürlich. Deshalb bist du doch hier. Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich kann auch mal in die Schriftrolle treten. Weil die sieht so scheiße aus. Alter, was geht mit denen nicht? Erstmal die Schriftrolle treten. In der Schriftrolle ist ein Loch. Ja, erstmal sein... Ja, du weißt schon, was reinstecken. Und dann... Hindurchgehen? Ach. Ach, so groß ist das Loch? Das ist ja blöd. Naja. Na gut. Rennen wir mal durch. Tag. Ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebahnt. Ach, und deswegen stehst du jetzt noch hier, oder was? Ja, natürlich. Ich will es gar nicht wissen. Wie dämlich die sein muss. Myrapla. Ja. Ich habe schon wieder Angst vor Paralyse, aber es ist unumgänglich gerade. Oh, sieht's denn? Der muss leveln. Auf jeden Fall. Oh, ein Volltreffer, das ist ja super. Lockduft. Was? Ja, Fluchtwert. Darauf kacke ich gerade. Du bist sowieso weg. Schon wieder ein Volltreffer, das ist ja super. Warum nimmst du das so ernst? Ja, ich meine, es ist Pokémon-Kampf und wenn ich dich nicht besiege, dann... Ja, dann komme ich nicht weiter. Also, chill. Und gib mir dein Geld. Wäre super. So. Jetzt schnell einsetzen, ja. Den muss ich auch mal trainieren. Auf jeden Fall. Ja. Verdammt. Gibt's hier irgendwas? Wieso gar... Ist ja nix. Das ist ja blöd. Ja, will ich. Alter. Das ist sowas von unnötig. Gerade der Busch hier, der ist so unnötig. Gesetzt einfach. Ja, willst du der Schneider ansetzen? Ja. Dass der mich jetzt nicht schon sieht. Ich meine, wie kurzsichtig ist der denn bitte? Das gar nicht ist.
Ein Zigzags. Heuler. Ja, ist mir Wurst. Fast. Alter, was geht? Sorry, muss ich gerade machen, weil das so zu lange gedauert würde. Weil ich auch dachte, der würde immer dann Sandwille spammen und... Ja, ich muss wechseln. Kaum mal Ziggy rankommen hier. Komm Ziggy! Muss auch leveln. Oh, siehst du fast genauso aus. Das ist ja super. Ach, auch ein Zickzacks. Naja, na super. Alter, Volltreffer. Das ist ja super. Und noch zurückgeschreckt. Ziggy, ich liebe dich. So. Mensch, das ist ja herrlich. Sorry, Leute, ich muss gerade mal was gucken. Du und dein Handy, Mann, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin doch gleich wieder da, Bro. Was soll denn das? So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hat ja auch gar nicht lange gedauert, ne? Bro. Ich hab's währenddessen ausgemacht. Also sei ruhig. Ja, aber es nervt. Weil ich will dir auch zugucken. Ich weiß, dass du mir zugucken willst und so und das verstehe ich schon. Aber, ja. Achso, bei der Tür da oben, da kann ich nichts machen. Solange ich den Code noch nicht habe. Ich meine, gut, ich kann auch dann Haufen scheißen, dann habe ich auch einen Code. Aber der ist nicht richtig. Ne, also. Da liegt ein Item, da will ich auch mal ran. Da unten muss ich hin. Aber ich will mir das Item holen. Deswegen. Werde ich mich ein bisschen beeilen hier und das Item holen. Ein Zickzackbrief. Haha. Passt ja bei Zickzacks. Haha. So. Ich finde die Musik auch cool, die im Raum ist. Moin. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Ja. Das frag ihn doch mal selber, ne? Der hat den Raum schließlich erstellt und du musst doch irgendwie reingekommen sein. Oder hast du dich da... Hast du jetzt verlaufen oder so? Ich... Keine Ahnung. Eneko. Was war das für ein Pokémon? Eneko. Ach so, ja. Stimmt. Der ultimative Kampf. Katze gegen Hund. Erstmal beißen. Oh, geht daneben zum Glück, ey. Das hätte ich einen Aufwecker nehmen müssen. Du blödes, dreckiges, abgefucktes... Ich sag's dir nicht. Oh, leck mich. Oh. Gutes Pfiffchen. Braves Pfiffchen. Ich liebe mein Pfiffchen. Oh. Der hat der Attacke Anziehung widerstanden. Finde ich sehr, sehr gut. Knilz. Was war da effektiv? Eigentlich... Ja, Feuer habe ich ja nicht. Scheiße. Nein. Bro muss immer noch trainieren. Biss.
Ja, Tackle. Wenn du nur Tackle nimmst, hast du eh verloren, ganz ehrlich. Tschüss. Man sieht sich in der Hölle. Meryl! Ja. Ja, ich will jetzt mal wechseln. Wäre doch eigentlich Dings gut. Rosi wäre gut. Auf jeden Fall. Wäre super. Weil ist ja ein Wasser-Pokémon und nicht ein Pflanzen-Pokémon. Kann man nichts verkehrt machen. Jupp. Tackle. Oh, die KP, die du mir erst abgezogen hast, die kriege ich wieder gleich. Jupp. Sag ich doch, das ist... Das war dein Todesurteil, Alter. Ich meine, gut, vornherein schon. War das dein Todesurteil, aber... Naja. Will ich nicht weiter drauf rumreiten, einfach. 174 EP. Was? Göre Robin? Bitte, was ist... Wo ist denn der Sprite? Wo ist der Sprite von der? Ach da. Ach so, wollte mich gerade wundern. Wie kann man ein Mädchen Robin nennen? Das ist doch definitiv ein Jungenname. Ich hab da keine... Ich bin der Sprachlos, ganz ehrlich. Was haben die Eltern sich dabei gedacht? Ihr Mädchen Robin zu nennen? Ich meine, das ist doch definitiv ein Jungenname. Alter! Was geht? Ja! Juhu! Magnayan! Yeah! Da habe ich mich das ganze LP schon drauf gefreut. Hallo, Magnayan! Super! Oh, da habe ich mich das ganze LP schon drauf gefreut, ganz ehrlich. Ist ja auch ein... das zweite Lieblings-Pokémon von mir, also... Ich habe jetzt Magnayan, juhu! Oh, ich... könnte so feiern gerade. Was? Ach ja, ich muss an... Das hatte ich... Vor lauter Aufregung hatte ich die Schriftrolle vergessen. Sorry. Das sieht aus wie ein Drucker irgendwie, wo ein Papier draus hängt. Ich weiß auch nicht. Ja, finde eine Schriftrolle, ja. Ja, ich... Das will ich gar nicht wissen. Verdammt. So, Alter, was sagst du zu mir? Außerdem hast du ein Loch in der Wand. Also, ich meine, Nun, du ignorierst mich? Das bricht mir glatt das Herz. Ja. Ist mir noch Wurst, Alter. Du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, um all die Bäume zu pflanzen. Ja, deine selber Schuld, ne? Außerdem hängen deine Arschbacken aus der Hose. Das sieht sehr ekelhaft aus.
Du bist meiner ganzen Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Ha, ja, meine Pokémon. Ha. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Yeah, ein Sonderbonbon. Das ist ja super. Ein Sonderbonbon hat die Funktion, dass man halt ein Level aufsteigen kann, wenn man das einem Pokémon gibt. Dabei ist auch egal, welches. So. Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Haha, ich grinse auch immer noch. Haha, du bist so ein Spast. Haha. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Alter, was geht mit ihm immer nicht? Wie macht er das? Das will ich gerne mal wissen. Oh, die Musik finde ich immer noch so geil. Finde ich immer zu geil, die Mucke. So. Oh, das haben wir dann auch mal geschafft, wa? Dann werde ich erstmal speichern. Und das werde ich erstmal skippen. Bis gleich.